So, hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Eben noch im Live-Trading-Raum, jetzt hier schon im Studio mit Dustin, Market Roundup. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Mir geht's wunderbar. Wie geht's dir, Carlos? Mir geht's auch Alles gut. gut? Ich habe mal kein großes Event vor der Brust. Ich will nicht zu viel verraten. Das kommt noch, das kommt noch. Erstmal Market Roundup. Hallo an alle, die heute mit dabei sind. Wir haben heute, ja, ein paar Themen, denn es geht wieder los. Die Berichtssaison startet wieder. Wir haben Themen, wir haben Inflation. Letzte Woche endlich mal ein positives Signal in Richtung Inflation. Und ja, wir gucken heute auch noch mal auf die Aktie von TeamViewer. Ein Rückblick. Wir haben im letzten Sommer auf die Aktie geblickt und wollen mal gucken, wie hat sich das Ganze so entwickelt. TeamViewer sagt wahrscheinlich dem einen oder anderen was, der bei uns auch hier aktiv im Club ist. Wir nutzen das ja aktiv auch als Tool und Made in Germany. Made in Germany, genauso ist es. Wir starten aber wie immer mit einem Blick auf die letzte Woche und aufs letzte Jahr mit dem DAX, der wieder neue Höchststände erreicht hat. Gestern auch wieder ein neuer Höchststand, hat sich danach wieder so ein bisschen nach unten entwickelt, aber wir sind hier, nachdem wir so lange in dieser oberen Range war, leicht nach oben ausgebrochen. Ich würde jetzt nicht sagen, mit Wucht nach oben ausgebrochen, denn auch in der Woche war jetzt nicht allzu viel los, aber in kleinen Treppchen geht es aktuell weiter nach oben und wir bewegen uns quasi auf neue Jahreshöchststände. Und ja, das sehen wir auch in den Kerzen und das war auch so das Hauptevent der letzten Woche. Wie gesagt, die ersten Quartalszahlen gab es wieder schon. Relativ positive Signale kann man in Summe sagen. Mal gucken, was so die nächsten Wochen bringen. Es war ja Aber so. traust du dir den Braten? Traust du den Braten dort, wie man so schön im Volksmund sagt? Traust du den Braten, dass alles weg ist und wir in Richtung All-Time-High marschieren? Ich traue dem Braten nicht, dass jetzt alles weg ist. Ich traue natürlich langfristig immer den Märkten, dass sie wieder nach oben laufen. Das muss man so sagen. Das kann aber natürlich auch immer anders sein. Ihr kennt das Spiel und das Spiel hat immer wieder mal Tiefs und Wege nach unten zwischendurch. Ich glaube, die Earnings, die jetzt rauskommen, die nächsten Quartalsberichte, die werden uns den Weg weisen, was das betrifft, sehr, sehr stark den Weg weisen. Glaube ich, noch stärker als das Inflationsthema wird uns das begleiten. Ja, wie wird es um die Banken stehen? Das werden wir sehr früh erfahren. Damit startet die ganze Chose, kann man so sagen. Und ich glaube, das wird uns den großen ersten Blick zeigen in Richtung, ja, in welche Richtung sich der Markt drehen wird. Carlos, Okay, wir bin gucken nach gespannt. Amerika, denn da war auch wenig los, kann man sagen. Wenig Bewegung eigentlich im Markt, trotz relativ vieler Daten. Viele sagen, es ist so die Ruhe vor dem Sturm, kann man fast sagen. Wir hatten ja Inflationsdaten, die deutlich zurückgekommen sind. Nachdem es 6% Inflation noch waren im März, sind es 5% gewesen, jetzt im April. Und ja, man sieht eigentlich, dass wir immer so Stück für Stück gerade etwas weiter nach unten kommen. Ganz langsam, aber nachdem wir sehr lange oben verharrt sind, was die Inflation betrifft, sieht man gerade zumindest, dass die ein oder anderen Maßnahmen Wirkung zeigen. Das sieht man aber allerdings auch, was ja, viele andere Wirtschaftsdaten betrifft. Wir haben ja zum Beispiel den Retail Sales Bericht, also den Bericht der ja, eigentlich des Kaufsegments der Konsumenten, den haben wir gesehen und haben gesehen, dass dort auch einfach ein Momentum sich zeigt, was bergab deutet. Das heißt, die Leute geben einfach weniger aus, konsumieren weniger, sparen mehr und ja, man sieht einfach eine etwas abkühlende Wirtschaft. Und auch ja, in Richtung Arbeitsmarktdaten haben wir es gesehen, die waren ja das erste Mal jetzt nicht so positiv wie die Wochen zuvor, sondern wir haben wieder eine erhöhte, leicht erhöhte Arbeitslosenquote gesehen. Und das sind ja so alles so Zeichen, dass sich die Inflation wieder abkühlt, aber dafür halt auch die Wirtschaft jetzt so langsam ins Stocken gerät. Und man sieht damit eigentlich so ein Momentum, bei dem viele sagen, ja, jetzt werden die Zinsen nicht mehr so stark steigen. Man rechnet ja vielleicht noch mit einem Zinsschritt jetzt im Mai. Ich glaube, das werden auch so ein bisschen die Quartalsberichte, die jetzt kommen, mit andeuten. Wenn die Banken es vielleicht ganz gut mitgenommen haben, dann wird dieser Schritt wahrscheinlich noch kommen. Aber man sieht, dass so langsam wieder antizipiert wird, dass die Zinsen auch wieder sinken, weil ja alles gerade so in die richtige Richtung deutet und man eigentlich ja versuchen möchte, die Wirtschaft ja am Leben zu halten. Jetzt würde ich gerne mal ein anderes Fass mal aufmachen, weil politische Börsen haben kurze Beine, wie man es so schön sagt. Aber in den letzten Tagen habe ich so ein komisches Bauchgefühl, wenn ich die Nachrichten mir anschaue und habe so ein bisschen so die Erinnerung wie in dem Beginn
mit der Ukraine-Krise, dass wir mit Taiwan und China da so Muskelspielerei haben, da braut sich was zusammen. Ja, das eigentlich erstaunlich wenig Beachtung gefunden hat, kann man fast so sagen. Und wir sehen es auch so ein bisschen hier im Chart der asiatischen Märkte. Also wir sehen am Ende hier so eine eigentlich trotzdem positive Bewegung auch hier im Nikkei. Und irgendwie ist es so fast so ein Momentum, als sagt man, ja, die machen eh nicht so richtig ernst. Aber es konkretisiert sich eigentlich in dem, was sie sagen und wie sie es tun, doch irgendwie schon raus, dass sich da was zusammenbraut. Viele sagen ja noch, ja, China ist angewiesen auf Weltwirtschaftshandel, ist darauf angewiesen, dass man nicht ganz so extrem vorgeht wie vielleicht Russland mit der Ukraine. Allerdings gab es jetzt auch Wirtschaftsdaten aus China, die gezeigt haben, dass sich ja, das Land eigentlich besser erholt, als man gedacht hat. Und für alle, die sagen, ja, irgendwie Moskau trifft es ja auch nicht so stark. Wir sehen ja immer wieder, dass sich die Wirtschaft gerade da zumindest positiver entwickelt, Momentum als bei uns. Und das ist so ein bisschen die große Frage, wie interpretiert China das Ganze? Und sie haben sich ja schon darauf verfestigt, dass sie gesagt haben, ja, Taiwan gehört zu China, da hat sich auch keiner mit einzumischen. Ja. Und ja, es wird, glaube ich, sich am Ende zeigen, wie dieses Muskelspiel endet und ob das wirklich kurze Beine sind, inwiefern sie Beachtung finden. Gerade, wie gesagt, der Markt zeigt dem nicht so viel Beachtung. Alle stürzen sich eher auf alles Deswegen, Positive, Borodo. was so gerade nach außen gezeigt wird. Abseits der Märkte war aber auch sonst einiges wieder los. Wie gesagt, die Quartalsberichtssaison ist gestartet. Wir haben unsere News der Woche. Wir blicken einmal rein, was ist passiert. Wir hatten Polestar, E-Auto-Hersteller und eigentlich so ein bisschen, man kann sagen, der Underdog, der aber sehr, sehr positiv sich wirklich entwickelt. Man hat wieder deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Ich bin letztens auch wieder darüber gestolpert. Aber es ist nicht Polestar auch in chinesischer Hand? Es ist ein schwedischer Hersteller, weil ich kann dir sagen, von meinem Volvo, ich bin ja vor ein paar Jahren Volvo gefahren, XC90, und irgendwie ist da eine Verflechtung drin von Volvo. Und Volvo gehört ja letztendlich. Es gibt die Verflechtung schon. Und wenn man sich ehrlicherweise auch mal die Läden anguckt, wie Polestar so die Autos präsentiert, erinnert das auch sehr stark an Tesla. Sind dann so große, helle Räume, in denen dann einzelne Autos stehen. Hier in Hamburg gibt es ja auch einen Laden. Also die gucken sich schon aus vielen Welten was ab. Es funktioniert aber scheinbar aktuell sehr, sehr gut. Wir haben gesagt, ein sehr positives Momentum und wie gesagt, mehr Autos ausgeliefert weltweit. Aktuell ist ja insbesondere China auf so einem sehr starken Wachstumstrend, was die E-Autos betrifft. Das heißt, wenn man da wirklich stark verflechtet ist, sollte das eigentlich ein positives Zeichen sein. Ich glaube, heute kam die Nachricht, dass BYD ja auch jetzt der größte Autoproduzent in China ist, damit VW erstmals abgelöst hat. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. 15% aber die Aktie zugelegt nach diesen Neuigkeiten. Wir hatten Coinbase, die 12% zugelegt haben und insbesondere das aus dem Grund, dass der Bitcoin wieder gestiegen ist. Auch Ethereum ist wieder gestiegen. 2100, wir haben das heute Morgen uns angeschaut, Genau, also genau, ist. genau. Also es ist wieder deutlich positives Momentum, was das betrifft. Und Coinbase ist natürlich ein Profiteur. Die haben es auch bitter nötig. Ich glaube, die Aktie im letzten Jahr ist deutlich unter Wasser gekommen. 80, 90% zwischenzeitlich verloren. Und die freuen sich darauf, dass es wieder bergauf geht. LVM Asch haben wir Anfang des Jahres mal zusammen besprochen. Einer der klassischen Profiteure, kann man so sagen, eigentlich so einer Rezession. Auch wenn es ein bisschen skurril scheint, aber Luxusgüter sind auch einfach sehr, sehr antizyklische Güter. Das heißt, die Reichen, die shoppen immer. Da ist egal, ja, wie die Marktlage so ist. Und das hat sich im Konzern wieder gezeigt. Der Umsatz ist sehr positiv gestiegen und das auch, wie gesagt, im ersten Quartal. Die Aktie hat wieder zugelegt und befindet sich auf ja, so einem nicht durchzubrechenden Aufwärtstrend gerade Ich habe scheinbar. die Aktie das erste Mal gekauft im Jahre 2000 bei Millennium, weil ich den Bauern schlau, wie ich dachte, okay, 2000, jetzt werden auch die Pfennigfuchser auf ihr Rotkäppchen-Sekt verzichten und dann mal vielleicht Champagner trinken. Und das war wirklich so im Vorfeld. Die Aktie hat aufgrund des extremen Champagnerkonsums, da bin ich das erste Mal so richtig aufmerksam geworden. Ja, sehr starke Aktie und der Besitzer, ja, einer der reichsten und wenn nicht der reichste Mann Der zeitweise reichste, immer genau, wieder, ja. immer Wechsel. Ja, das letzte Und Momentum, das ist ein Europäer, also genau. muss man auch sagen. Bernard Arnault ist quasi, glaube ich, derjenige, der so
in so einem stetigen Wachstumstrend, wenn man sich so die stetigen guten laufenden Aktien anguckt, dann ist er derjenige, der davon stark profitiert, während Elon ja immer sehr stark am Tesla-Kurs hängt, der sehr stark schwankend Und ist. sehr ruhig ist. Er bellt nicht, Genau. also gefühlt ist er im Hintergrund. Nicht so eine Medienperson, Genau. absolut. Wir haben aber auch noch Nachrichten aus China, Baidu, Technologie-Gigant. Ja, da gibt es ja so ein bisschen Zwist mit Apple. Ja, App Store, ihr kennt die klassischen Themen, KI, Chatbots, der eine hat was vom anderen angeguckt, der eine hat es dort platziert und der Ak Aktie hat es nicht so gut mitgenommen. Kampf der Giganten kann man fast so sagen, aber Baidu ist da definitiv der kleinere im Boot und es ist halt die Frage, wie geht das Ganze aus? Minus 8% die Aktie und wir haben zum Abschluss noch American Airlines, die erste Airline, die quasi Quartalszahlen vorgelegt hat, die Airline aber auch die mit am stärksten im Fokus war, weil da einige Routen jetzt wieder geschlossen wurden zwischen USA und China. Und ja, auch die Quartalszahlen lagen da einfach unter den Prognosen. Anders als teilweise jetzt das bei anderen Airlines auch prognostiziert wird, deswegen die Aktie 8% verloren. Genau, wenn du bei Baidu noch und du Apple erwähnst, das hatten wir ja auch vor ein paar Monaten gesprochen, dass Apple ist im Fokus weg von China Richtung Indien und Genau. gestern in den Nachrichten ja auch nochmal erwähnt, dass Indien uns überholt als Export- und Wirtschaftsnation, Platz Nummer 3, ja, und die kommen mit großen Füßen dort dran. Also Ich glaube, wir haben schon. Bevölkerung ist extrem jung, ja, und da glaube ich, hat Apple alles richtig gemacht aktuell. Genau, ich So sieht glaube, es wer aus. mich kennt und wer schon mit mir gesprochen hat, wir haben schon öfter über die Thematiken, diesen großen Shift eigentlich von China nach Indien gesprochen, weil viele sagen, Indien ist politisch ein bisschen ruhiger. Auch da gibt es definitiv Diskrepanzen, aber für viele Hersteller aktuell ein bisschen ruhigeres Umfeld und deswegen werden tatsächlich viel an Produktion und verlagert nach Indien. Davon profitiert natürlich die Bevölkerung. Es ist auch noch schön günstig, dort zu produzieren, kann man in Summe so sagen. Und ich glaube, es wird spannend, was da in den nächsten Jahren so an Shift passiert. Wenn die Bevölkerung beginnt in China jetzt zu sinken und in Indien sie weiter wächst, wird spannend, wie sich das Es ja, wird Verhältnis auch in Asien ändert. alles globaler und ich hatte mit einem Clubmitglied in Wien, waren ja jetzt auf dem Börsentag in Wien und ich hatte dann einen Bericht gelesen, dass eigentlich so in meiner Generation, also auch ich habe ja mehrere Bundeskanzler ja schon miterlebt, aber früher die Wirtschaft immer wieder gemeckert hat und immer Druck der Politik auch Ja. geäußert hat und gesagt, hey, ihr müsst jetzt mal das und das tun, sonst wandern wir aus. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal in den letzten Monaten und letzten Jahr hört, man hört gar nichts mehr. Das heißt, Ah, es nee. gibt gar keinen Druck mehr von der deutschen Wirtschaft, weil die Leute sagen einfach, wow, wir gehen weg. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Situation jetzt innerpolitisch, worauf man mal einen Fokus drauflegen sollte. Und wir hatten das letzte Woche ja kurz, ich war sehr erstaunt, weil ich mir das gar nicht so vor Augen geführt habe, dass BMW als einer der Big Player in der Automobilbranche nur 5% nur noch in Deutschland an Geschäft macht. 5%. Also Das wenn heißt, sie, ja. 95% ist im Ausland. Das heißt, theoretisch und auch praktisch könnten die sagen, das interessiert uns ja alles gar nicht, wir wandern weg. Ja, also man hat es ja an vielen Traditionsunternehmen auch gesehen, wie sie sich so langsam ins Ausland verabschiedet haben. Linde war ja auch so ein Kandidat, die jetzt so Ganz klammheimlich, ruhig und klammheimlich, einer genau, der Top, es und wird sagen spannend. Tschüss. Und es gibt keinen Druck mehr. Früher hat man, so habe ich das Gefühl gehabt, bei Helmut Kohl oder wie auch immer, gesagt: Jungs, wenn ihr das nicht macht, dann hauen wir ab hier. Das hörst du gar nicht mehr. Es ist so total ruhig und das ist immer, ich finde, extrem gefährlich, wenn es extrem ruhig ist. Kann gut sein, es kann gut sein. Wir schauen mal in unser Depot rein. Für alle, die noch nicht dabei sind, wir haben hier unser Market Roundup Depot, in dem wir uns Titel angucken und die als Summe hier abstimmen, ob wir sie kaufen oder nicht kaufen. Wir sind wieder im Plus, kann man so sagen. Auch die in uns haben die neuesten Höchststände hier ereilt in unserem Market Roundup Depot. MGM, die wir gekauft haben, Linde, wie gesagt, die auch mit im Depot sind, aber auch Vonovia hat sich so ein bisschen erholt, was insbesondere halt an ja auch dem sich bessernden Zinsumfeld liegt. Unser großes Steckenpferd ist, glaube ich, immer noch ProSieben Sat.1 hier unten. Und ja, wir werden gucken, ob unser Titel heute, wir haben es ja schon geschrieben, Teamviewer, dann ein neuer Kandidat für dieses Depot werden wird. Damit gucken wir auch rein in TeamViewer. Was machen die eigentlich? Was ist TeamViewer für eine Aktie? Warum oder was ist quasi so das große Alleinstellungsmerkmal von TeamViewer? Und man kann sagen, es ist eines der wenigen Technologieunternehmen, neueren Technologieunternehmen aus Deutschland. Hat sich zur Aufgabe gemacht, Digitalisierung eigentlich zu erleichtern, Kommunikation über Softwarelösungen zu erleichtern. Das heißt, TeamViewer kann man nutzen, um
Geräte miteinander zu verknüpfen, um auch ja, über weitere Distanzen einen erstklassigen Support zu liefern. Das sind so die Sachen von TeamViewer. Was macht man generell? Man hat die Möglichkeit, quasi von einem Gerät auf ein weiteres Gerät zuzugreifen, um dort Unterstützung zu leisten, um dort Konnektivitäten herzustellen. Und es muss natürlich eine Verbindung sein, die sehr sicher sein muss, die ja, hohe Qualität haben muss, die direkt sein muss. Und dazu hat TeamViewer halt eine Softwarelösung erstellt. Aktuell noch im MDAX vertreten, rund 2 Milliarden war sie wert. Wir gucken gleich mal drauf, wie sich das Ganze so entwickelt hat, und hat ziemlich großen Kundenstamm, muss man sagen. Also es gibt die Geschäftskunden, die quasi die Software kaufen für ihre Kunden. Davon gibt es knapp 600.000 bis 700.000 Stück. Da hat man auch ein ziemlich starkes Wachstum. Und auf der anderen Seite gibt es halt die Privatnutzer, die die Software meistens umsonst bekommen und sie dann nutzen können im Rahmen des Geschäftskunden. Ich glaube auch, wenn man Agreements. rückblickend, wir haben ja TeamViewer schon mal besprochen, Genau. rückblickend erkennt, letztes Jahr war die Tech durch ansteigenden Zinsen, das verflacht sich, das sieht man ja im Kurs, aber auch, glaube ich, was draußen negativ war für TeamViewer, weil ich habe die TeamViewer auch gehabt. Ich habe gesagt, bewusst gehabt, ich habe dann einen Teil raus. Ich habe einen tollen Podcast gehört damals, TeamViewer bei OMR. Und ich fand den CEO cool, aber da haben die schon gesagt, dass die mit einem riesen Deal Fußball und das hat denen wirklich nicht das Genick gekostet, aber richtig Market Cap, weil das wurde von den Aktionären nicht für gut geheißen, dass die so viel Geld reinlegen, um in die Bekanntheit raus. Also die haben, glaube ich, 50 Millionen oder plus, Es war richtig teuer. war richtig teuer. Das haben sie revidiert, die haben aus ihren Fehlern gelernt, was ja gut ist. Ein Fehler, das Gute an einem Fehler, man muss ihn nicht zweimal machen. Und ich glaube, jetzt ist das Ding wieder auf einer richtig guten Spur. Genau, wir schauen mal rein. Das ist der ja, Snapshot quasi vom 5.7. Hier oben steht 2023, das stimmt nicht, vom letzten Jahr von 2022. Und da sieht man, dass der Kurs ordentlich eingekracht ist. Und das war genauso mit einer der Punkte. Man hatte einen IPO, man war auf sehr großem Fuß unterwegs, man hat auf dieser großen Welle geritten. Ja, der Tech-Unternehmen der Jahre hatte viel Kapital und hat gesagt, jetzt greifen wir mal tief in die Tasche, haben dieses Sponsoring, geben dafür echt viel Geld aus. Was man aber halt auch sieht, ist, dass man sich das eigentlich gar nicht leisten konnte. Also wir hatten halt wirklich Corona-Zeit. Viele Unternehmen mussten schnell digitalisieren, brauchten schnelle, einfache Lösungen, die nicht kompliziert einzubinden waren. Da hat TeamViewer einfach einen Höhenflug gehabt, weil es eine sehr, sehr gute, sehr, sehr einfache Lösung ist, quasi um schnell zu adaptieren, schnellen Support zu leisten. Aber wenn man jetzt mal überlegt, man hat fast 50 Millionen, wenn, ob die Zahl jetzt exakt 50 Millionen war, aber ausgegeben, macht aber im Quartal sogar nur 15 Millionen Gewinn, dann sieht man schon, dass es halt natürlich ein Leben auf einem sehr, sehr hohen Fuß ist. Und das ist das, was im letzten Jahr passiert ist. Zum 5.7. sieht man hier, dass der Aktienkurs deutlich eingekracht ist, von 30 Dollar auf ja, knapp so um die 10 Dollar, 10 Euro, und die auch damit die Marktkapitalisierung auf diese unter 2 Milliarden gerutscht ist. Nichtsdestotrotz, und das haben wir auch da besprochen, hat man halt eigentlich ein sehr gutes Produkt und ein sehr gutes Momentum in dem Produkt. Also man hat eine extrem hohe Marge von knapp 87%. Da würde jedes traditionelle Unternehmen von träumen. Ist zwar typisch für Softwareunternehmen, aber selbst im Softwarebereich eine sehr, sehr hohe Marge. Und diese sehr, sehr hohe Marge konnte man am Ende auch nutzen, um wirklich viel Kapital für Wachstum und für Sales und für Marketing auszugeben. Vielleicht war es ein bisschen zu viel des Guten. Man sieht nämlich, am Ende sind nur 11% Profitmarge übrig geblieben. Wenn wir jetzt aber uns diesen Snapshot angucken und mal auf den von diesem oder von der aktuellen Zeit blicken, dann sehen wir, hat sich sehr viel Positives getan von dem, was wir gerade eben gesehen haben. Also wir haben den Gewinn deutlich, deutlich gesteigert. Wir haben die Marge sehr konstant eigentlich gehalten, obwohl natürlich auch TeamViewer mit steigenden Kosten zu kämpfen hat. Und generell ist das Umsatzwachstum trotz dessen beigeblieben. In der Summe haben wir vielleicht etwas an Gewinnwachstum eingebüßt im Vergleich zum Anfang des letzten Quartals. Da waren wir aber auch noch im letzten Quartal quasi 2021, waren wir auch noch in einem anderen Momentum. Und jetzt sehen wir einfach, dass viele dieser Maßnahmen doch Wirkung zeigen. Man hat sich aus diesem Vertrag wieder herausgewunden, kann man so sagen. Man hat vereinbart, dass man aus diesem Vertrag herauskommt. Geht weiter in diesen eher traditionellen Weg, in dem man andere Marketingausgaben hat, aber über diese Marketingausgaben auch mehr Umsatz und Gewinn reinholt und somit man eigentlich so einen operativen Leverage-Effekt bekommt. Und dadurch sehen wir, und das sieht man, wenn ich nochmal zurückgehe, nochmal deutlich, wir sind von
ja, weniger Umsatz und weniger Gewinn zu deutlich mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn und insbesondere zu deutlich mehr Cashflow gekommen. Und das ist einfach Momentum, was aktuell von den Investoren sehr gelobt wird. Die Aktie ist seit Jahresbeginn rund 30% im Plus. Wer zum IPO investiert hat, ist trotzdem wahrscheinlich noch nicht ganz glücklich, aber wir sehen, wir sind wieder auf dem Weg nach oben und das liegt insbesondere halt daran, dass viele dieser Maßnahmen jetzt ergriffen haben, so langsam halt Wirkung zeigen und man insbesondere bei den größeren und mittelständischen Unternehmen ja, Fuß fassen kann, langfristigen dann auch Fuß fassen kann, langfristig integriert wird in die Systemumgebung, man investiert viel in Cybersecurity, um auch sich da nochmal abzusichern. Weil man ist einfach eine Marke aus Deutschland, die für Sicherheit steht, für Qualität steht und das spielt man gerade so ein bisschen aus. Und damit reitet man eigentlich auf einer ganz positiven Welle. Die Aktie ist dafür trotzdem noch ein bisschen teurer bewertet. Das heißt, man hofft hier auch noch, dass das Umsatzwachstum weiter anhält und man muss in Zukunft halt gucken, wie man diesen Verschuldungsgrad irgendwie in den Griff bekommt. Aber ja, und das sehen wir unten in dieser Magic Number, die uns ja zeigt, wie positiv eigentlich der Marketing-Effekt ist. Der ist sehr positiv, weil wir eine Magic Number von ja sogar 1,3 haben. Man spricht so ab 0,7 von eigentlich von positiven Effekten. Und das ist einfach ein Effekt, den man jetzt versucht, glaube ich, weiter in Zukunft auszutreiben. Wenn wir mal auf die Vor- und Nachteile gucken, dann sehen wir halt, dass man wirklich dieses Made in Germany-Siegel doch gut nutzen kann in diesem Segment, weil es für Vertrauen steht. Viele internationalen Kunden schätzen das auch. Wir setzen auf den Trend der Digitalisierung an. Das heißt, wir sind in einem Trend unterwegs, bei dem man sagen kann, irgendwie müssen sich auch kleinere Unternehmen digitalisieren und TeamViewer ist halt ein einfaches Tool, um persönlichen Service digital umzusetzen. Man hat ein Abo-Modell, was generell positiv ist, weil wenn Kunden das Produkt Schutz schätzen, man auch immer wieder weiterhin investiert bleibt und weiterhin seinen eigenen Kunden das Produkt auch als Nutzen darstellen möchte. Auf der Kontraseite, ich habe es gerade eben beschrieben, wir haben die hohe Verschuldung, wir haben relativ hohe Zinszahlungen, da muss man halt gucken, wie man das in Zukunft in den Griff bekommt, ob man da auch die Kosten weiter sinkt und eher auf Wachstum verzichtet oder ob sich dieser Leverage-Effekt in Zukunft weiter auszahlen wird. Und es ist halt die Frage, wie die großen Unternehmen, Microsoft, Google, all die diese Komplettlösungen anbieten, am Ende auf dieses kleinere Unternehmen reagieren. Aktuell kann man es noch sehr gut integrieren. Man könnte aber natürlich auch sagen, eines der großen Unternehmen kauft sie mal aus, denn da für die sind so ein paar Milliarden nicht besonders viel. Oder man schafft eigene Lösungen. Aktuell ist man aber sehr interessiert eigentlich an dieser gleichzeitigen Doris Lösung. fragt, wer ist denn die Konkurrenz? Ist das schon die, die du jetzt eben genannt hast? Ja, genau. Also Zoom. es gibt andere Lösungen noch, die aber ein bisschen weniger bekannt sind. Aber tatsächlich sind, würde ich sagen, die größte Konkurrenz wirklich die großen Unternehmen. Also auch Microsoft und Google bieten Lösungen dazu an. Wer Teams kennt, da kann man auch schon einiges drüber steuern. Viele Sachen sind aber sehr komponentengesteuert und nicht sehr allübergreifend wie bei TeamViewer, wo man sagen kann, wir haben eine eigene Software, eine Standalone-Software, die über die gesamten Systeme aktiv ist, sondern es ist eigentlich eher so in eigenen Segmenten aktiv, in dem man ein ähnliches Tool nutzen kann. Aktuell, ja, scheint es da nicht so großes Interesse der großen Unternehmen zu geben, was diesen Bereich betrifft. Davon profitiert man. Das ist aber, würde ich sagen, in Summe so die größere Konkurrenz. Wenn sich KI jetzt wieder gelegt hat, dann wird man dann das Auge Genau. wieder. Mal gucken, was da sich noch entsteht. Ihr kennt das Spiel. Ich starte hier einmal die Umfrage und ihr könnt gerne dann entscheiden, kaufen wir das Unternehmen, kaufen wir nicht das Unternehmen. Ihr könnt alle abstimmen, ja, nein, wir kaufen nichts. Und ja, dann sehen wir mal weiter, ob wir quasi deutsch positiv bleiben oder doch lieber nochmal abwarten werden. Wir gehen nochmal weiter und ich habe es gerade eben angesprochen, die Earnings Season geht wieder los. Das heißt, wir haben einiges, was ansteht diese Woche. Wir haben Bank of America, wir haben Goldman Sachs, wir haben Netflix, Johnson & Johnson, IBM, Tesla, Morgan Stanley, ASML, also wirklich extrem viele sehr bekannte Unternehmen. TSMC wird auch spannend, insbesondere wenn wir in Richtung Taiwan-Konflikt blicken. Wir haben American Express, die sehr, sehr gute Quartalszahlen im letzten Quartal geliefert haben. Auch ja ein Profiteur eigentlich dieser Luxusmarken, kann man so sagen. Wir haben Procter & Gamble, SAP. Also ich glaube, uns wird nicht langweilig und man sieht ganz gut, warum viele sagen, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Entweder der positive Sturm oder vielleicht der negative Sturm. Alles, was, glaube ich, im Mittelmaß liegt, wird grundsätzlich von den Märkten positiv gesehen. Man erwartet in Summe so einen ja, einen Einkommensrückgang von so 6,8 bis 7%.
Das heißt, alles, was weniger schlimm ist, ist in Summe positiv für die Märkte. Die Rakete von Mr. Elon Musk, die ist verschoben, also der Start seiner Weltraumgeschichte ist verschoben. Ja. Und weißt du, auf welchen Tag? Und schau mal, wann kommt seine Berichts? Wirklich auf Auf Mittwoch. Mittwoch. Auf Mittwoch. Ich habe es heute Morgen. Sehr gut, ich habe es noch nicht mitbekommen. Ja, Mittwoch. Auf Mittwoch. Wie gesagt, sollte eigentlich starten heute, aber haben Ja. sie, weil irgendwas nicht stimmte, auf Mittwoch. Aber wenn ich das jetzt wiederum sehe, passt das zu Elon Ich Musk, glaube, das hat er am wahrscheinlich Mittwoch. extra gemacht. Genau, Absolut. genau. Wir haben auch noch ein paar Termine, die anstehen. Wir haben Arbeitslosenquoten in Großbritannien. Arbeitslosenquoten sind ja immer so ein Indikator, wie es auch um die Wirtschaft steht. Da wird keine große Änderung erwartet. Wir haben Inflationsraten in Großbritannien, Inflationsrate in der Eurozone. Auch da hofft man natürlich auf so ein etwas abflauendes Momentum. Ja, und wir haben die Verkäufe bestehender Häuser in den USA im letzten Märzmonat. Und da ist es ganz spannend, weil wir zuletzt das erste Mal ein positiveres Momentum hatten, was die Hausverkäufe betrifft. Das heißt, zum ersten Mal wurden wieder mehr Häuser verkauft. Es gab mehr Leute, die sich für Immobilienkredite interessiert haben, weil auch diese Raten jetzt wieder sinken. Und auch das ist für viele Immobilienkonzerne jetzt mal ein positiver Indikator. Und Samstag musst du noch mal einmal sehen, wir in München. Also wichtige Termine, liebe Clubmitglieder, Samstag, Börsentag München für alle Bavarias. Genau. Wir haben es ja schon angekündigt. Wir haben heute noch für die Clubmitglieder ein kleines Geschenk oder ein größeres Geschenk, Ja, je ich würde nachdem. nicht ein kleines Geschenk sagen, Genau. sondern ich würde sagen, wow, wie ich das gehört habe, wie ihr mir das auf vor ein paar Wochen gesagt habt, dass ihr das machen wollt, dachte ich, wow, Respekt. Ja, aber Genau, so ist es. Und zwar habt ihr es ja schon mitbekommen, am Donnerstag fehlt nämlich noch ein Termin. Wir haben am Donnerstag einen Intensivworkshop zum Thema Depotaufbau, zum Thema Aktien, Aktienwissen, theoretisches Wissen. Wie kann ich was theoretisch erlernen und auch wirklich in der Praxis umsetzen? 5 Stunden lang machen wir das mit euch und wie gesagt, für Clubmitglieder gratis. Ihr kriegt im Nachgang zu diesem Webinar eine E-Mail, da könnt ihr euch für dieses Webinar anmelden. Das Ganze wird live stattfinden, das heißt, wir werden auch in diesem Zyklus immer wieder auf Fragen eingehen können, Fragen rund zum Thema Aktien, zu verschiedenen Zahlen, zu verschiedenen theoretischen Möglichkeiten und auch der praktischen Umsetzung am muss man Ende. sich dafür anmelden? Genau, ihr kriegt dazu eine E-Mail, dann über diese E-Mail könnt ihr klicken, ja, ich bin dabei, dann kriegt ihr nur noch einen Reminder für Donnerstag, da könnt ihr euch dann einwählen zu diesem Termin. Und für alle, die sagen, hey, ich habe gerade keine Zeit, weil ich muss arbeiten, 9 bis 16 Uhr passt bei mir vielleicht gerade nicht in den Kram. Es gibt das Ganze auch nochmal als Aufzeichnung. Das heißt, wenn ihr da sagt, ja, ich bin dabei, dann kriegt ihr im Nachhinein auch nochmal die Genau. Aufzeichnung zurück. Wann geht die Mail raus? Genau, nach diesem Webinar im Laufe des Tages bekommen alle Clubmitglieder diese E-Mail Genau, zugeschickt. und die jetzt live dabei sind, weil ich weiß von der Software her, wir sind ja mittlerweile über 3000 Mitglieder, wenn ihr jetzt live dabei seid und die Mail bekommt, drückt drauf und registriert euch, weil eine Aufzeichnung lohnt sich auf jeden Fall und das ist wirklich ein nachträgliches Ostergeschenk vom Traders Club 24, denn 5 Stunden, das ist wirklich ein Intensivworkshop und das sollten wir oder solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Für die Gäste. Genau, auch für die Gäste. Wir haben ja heute auch viele Gäste mit dabei, auch vom letzten Börsentag. Ihr könnt euch über diesen QR-Code quasi auch einmal zur Seite begeben. Auch da haben wir ein kleines Special für euch hinterlegt. Da könnt ihr euch auch nochmal ja, für dieses Webinar registrieren am Donnerstag. Genau. Kurz zu den Inhalten von dem Webinar. Das ist jetzt ziemlich viel. Es soll eigentlich nur nochmal einen Überblick für euch geben, was genau wir in diesen Themenbereichen machen. Es geht wirklich von Grundlagen, von den Themen, warum sollte man Geld überhaupt sich mit Geldanlagen beschäftigen? Welche Vorteile hat man das, wenn man selbst investiert und das nicht andere machen lässt? Wo spare ich eigentlich Kosten in dem Moment ein? Und wir gucken uns in den nächsten Schritten auch an, ja, was gibt es für Wertpapiere? Was gibt es für Investmentprodukte? Wie kann ich diese ganzen Investmentprodukte für mich nutzen? Wie analysiere ich eigentlich mal eine Aktie? Und dann auch mit einem System, wie man das Ganze praktisch umsetzen kann und sich Stück für Stück sein eigenes Depot zusammenstellen kann oder auch aufbessern kann. Wie gesagt, hier in Summe einmal, all das wird in diesem Webinar besprochen. In Ruhe findet ihr das aber nochmal auch auf der Seite. Und das macht ihr beide, Christoph und Genau, du. genau, genau. Fünf Sehr cool. Stunden lang am Also Donnerstag. 5 Stunden Marathon würde ich jetzt schon fast sagen. Ja, und Absolut, absolut. Es ist aber noch mehr los diese Woche. Ihr kennt das ja. Wir haben zum einen
morgen Investmentwerkstatt. Das heißt, für alle, die schon aktiv dabei sind, morgen Investmentwerkstatt. Pharmakonzerne werden das große Thema sein. Wir gucken uns gleich nochmal an, warum sind Pharmakonzerne überhaupt spannend. Das heißt, für die, die sagen schon, ja, ich kann schon und ich weiß schon, dass Investments wichtig sind für mich, ich weiß schon, wie ich sie umsetzen will, lass uns zusammen die Pharmakonzerne angucken. Morgen ist es soweit, dann werden wir reinschauen. Wir haben aber auch zum Ende des Monats wieder ein Start eines neuen Basiskurses. Das heißt, für alle, die nicht nur den 5-Stunden-Intensiv-Workshop mitmachen wollen, sondern die auch langfristig mit dabei sein wollen, sich das große Wissenspaket aneignen, am Ende des Aprils startet wieder der nächste Basiskurs. Warum sind Pharmakonzerne so spannend? Und wir haben hier nun mal so zwei, drei Folien, die nochmal für euch diesen Weg ebnen sollen, warum ihr euch vielleicht mal mit diesem Thema zumindest beschäftigen solltet. Ob ihr dann das Ganze als Investment nutzt, ist euch überlassen. Aber wir haben hier mal einen ETF mitgebracht und das hier ist der FANEC Pharmaceutical ETF. Das heißt, da sind viele, viele der sehr großen Produzenten von Medikamenten mit dabei, der Hersteller von Medikamenten. Und was man hier sieht, ist, dass man auf einem sehr, sehr langfristigen Wachstumstrend aufsetzt, wenn man sich diese ETFs anguckt. Und da sieht man auch, dass die Dellen, die wir teilweise in Corona gesehen haben, gar nicht so stark waren, weil wir in einem Trend sind, der sich wirklich ja, mit sehr, sehr viel Ausgaben und sehr, sehr viel Krankheiten auch weltweit beschäftigt. Und das sind ganz viele Krankheiten, die halt mit zunehmendem Wohlstand auch global bekämpft werden. Und das sieht man auch, wenn man auf die Kosten guckt. Das heißt, wer in Richtung der Ausgaben guckt, die es gibt für diese ganze Industrie, der sieht sehr, sehr schnell, dass das ein sehr stark wachsender Trend ist. Da fließt also sehr, sehr viel Geld rein und dieses sehr, sehr viel Geld wird am Ende auch genutzt, um sehr viel Forschung zu betreiben. Das heißt, die globalen Statistiken für sehr, sehr viele Krankheiten fallen und das führt dazu, dass diese großen Konzerne immer mehr Umsatz machen. Man sieht es hier mal bis 2020 und diese großen Umsätze ja, münden nicht nur darin, dass man sagt, ja, einzelne Player, wie zum Beispiel Johnson & Johnson, Pfizer und, machen extrem viel Umsatz. Und man muss sagen, 100 Milliarden sind echt viel Umsatz. Sie machen auch noch extrem viel Gewinn daraus, weil die Margen in diesem Segment wirklich beachtlich sind. Also wir haben ja EBITDA-Margen, wir sehen es links, von so um die 20, teilweise sogar 28, 30% in diesem Markt. Und wir haben es gerade eben bei TeamViewer gesehen, da hatten wir eigentlich auch schon gute Margen von so 20, 30%. Die sind aber natürlich nicht in dem Rahmen, wie sie ja, hier bei diesem Pharmazieunternehmen sind, es sei denn, sie wachsen noch weiter. Wenn man sich mal so richtig klassische Unternehmen anguckt, dann ist man oftmals im Bereich von 5-7%. In Summe heißt das für uns also, wir sollten zumindest mal einen Blick in den Markt werfen und genau das werden wir. Klingt mega spannend. Klingt mega spannend. Dann sind wir heute durch mit diesem Market Roundup, dem sehr intensiven Market Roundup. Ich kann in Summe sagen, die Abstimmung ist vorbei. Wir werden TeamViewer kaufen. Es haben 60% sogar für den Kauf gestimmt. Das heißt, wir werden sie in unser Market Roundup Depot einbuchen. Und Carlos. Ja, ich kann nur noch mal sagen, sehr, sehr spannendes Market Roundup. Ich war die letzten beiden Male ja nicht dabei. Denkt dran bitte, wenn die E-Mails rauskommt, registriert euch für alle Klubben und für alle Gäste. Wie gesagt, habt ihr dort einen QR-Code. Ansonsten schickt eine Mail. Also spannend, spannend. Donnerstag, save the date mit dem Aktienmarathon. Danke, danke und bis dann. Ciao, ciao.